So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Red Dead Redemption 2. Beim bisherigen Spielstand war es ja so, wir spielen es jetzt schon seit 35 Jahren und sind irgendwie immer noch am Anfang. Wir transferieren das Ganze jetzt einfach mal in den Multiplayer. Und mit dabei, meine Damen und Herren, ist Sterzig. Hallo. Schönen guten Tag, Freunde. Howdy. Fortan werden wir zu zweit durch die Prärie pirschen. Wir beide haben gar keine Ahnung von Red Dead Redemption 2 Multiplayer und generell auch nicht. Moin Leute, hier spricht Cutter 2 live aus der Cutter Farm. Ich habe das Rohmaterial jetzt einmal komplett durchgeguckt und ja, was soll ich sagen? Es wird in diesem Video ein paar Stellen geben, wo ich als begeisterter Red Dead Online-Spieler den beiden etwas Nachhilfe geben werde. Also wenn ihr eine Unterbrechung wie diese hier seht, nicht wundern. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Also wir wissen gar nichts. Ich stelle mir das vor, es ist ein bisschen wie GTA Online. Ich drücke mal auf Spielen. So, jetzt bin ich gespannt. Charaktererstellung. Erstmal 10 Jahre Loading Screen, sein Urgroßvater. Ah. Ach du Scheiße, wer bist du denn? Alter. Ich hab so eine Halbglatze und an den Seiten kommen so 2 Meter lange Haare raus. Die 70er Look, ey. Ja, ich glaube, ich werde da jetzt nicht so viel Zeit investieren. Die Zeit sollten wir lieber investieren, um Leute auszurauben. Das ist meine Zukunft! Okay, ich bin, glaube ich, fertig. Hautrötung, Alkoholiker. Warum ist das Spiel so? So, ich wär ready. Okay, ich mal bestätigen. Damn. Geil, jetzt mach ich ein Foto. Ja, die beiden Hobby-Cowboys haben leider vergessen, das Red Dead Online-Intro zu spielen. Deswegen skippen wir jetzt mal durch die relevantesten Parts der letzten Stunde, um endlich mal zum Punkt zu kommen. Latzrosenjohl. Alter, okay, ich bin an Bord. Ey, gut, reicht. And crook, Mr. Amos Lansing. Ranch owner, speculator, and crook. Lansing, his wife. Ich will Leute abballern! Übelste Prärie, holy shit, ey. Das Pferd ist fast komplett im Ass. Suche nach dem Versteck. Das Pferd, ey. Oh, sein Hut. Ich hab die alle genommen. Nimm die Karte oder töte den Banditen. Oh, geht doch. Ich glaube, das könntest du. Hast du eine grüne Weste? Ja, hast du so ein Schnurrbart und eine Latzhose? Jo. Geil! Boah, ich hab dem Pferd einen Heller gegeben! Das Pferd ist voll gegen Stein! One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's Alter, was labern die? Make yourself at home, it is. Alter. Oh, ist das langatmigste, was ich jemals gehört habe. Es ist genauso wie bei GTA Online, Alter. Ja. Erstmal 2 Stunden alleine spielen. Ich schieß mir die Großhirnrinde raus. Rang 4. Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich endlich miteinander. Halt doch dein Maul da hinten! Schnauze! Bist du jetzt da oder kommst du? So, da bin ich. Howdy! Ah! Wir können uns nicht töten. Getötet von der Sterzig. Ich erhebe Anklage. Du hast Anklage gegen der Sterzig erhoben. Die Feindseligkeit und das Kopfbild von der Sterzig wurden erhöht. Das ist natürlich arschwitzig. Wer bist du? Es geht ab, Mann. Nein! Bruder, hör auf! Alter, stop it! Junge, hör auf mich rumzuschubsen, Mann! Nee, pass auf. Jetzt wirst du verhaftet, Junge! Ey! Ah, das bin ich mein! Ah! Du bleibst liegen. Ey! Du bleibst jetzt schön hier! Ah! So, in die Fresse! Lass mich los! Jetzt reicht aber!
Also, wir haben jetzt unseren Kaffee, beruhigt haben wir uns nicht. Aber wir stiften erstmal wieder Frieden, machen gemeinsame Sache. Und wir müssen uns ja nicht die ganze Zeit töten. Ja, das so, können wir ja jetzt ab und auch an. Hier. Ein bisschen Rivalität, genau. Ist ja auch gesund. Ich denke mir, wir werden jetzt hier ein bisschen die Prärie unsicher machen. Ein bisschen gucken, was hier geht, was Möglichkeiten sind. Tachchen. So, kann losgehen, oder? Als erstes ist hier so ein dreckiges Banditenlager in unserer Region. Bitte? Dabei sind doch wir hier die Banditen. Ich würde sagen, wir gehen da mit Lasso rein und fesseln alle. Meinst du? Ja. Ja, ist sicher, dass wir jetzt einfach mit Lasso reingehen? Ja klar, wir fesseln die alle. Ja, wollen wir vielleicht reinschleichen und die heimlich fesseln? Ja, das... Theoretisch können wir das machen. So, lass uns das machen. Wir schleichen uns an und fesseln alle heimlich, weil ansonsten ballern uns ja alle gleichzeitig ab. Ja, ja, das wäre schlau. Komm, als erstes gehen wir mal hier oben auf die Kuppel und analysieren das Gebiet. Oh, Alter, das ist ja ganz schön groß. Also, einer ist auf dem Dach. Einer ist da auf dem Stein. Da ist ein Spieler. Links von uns ist ein Spieler. Alter, der will alles ab. Wollen wir den? Oh, er schießt die. Der ballert. Wir pushen uns bei ihm an. Los. Wir fesseln ihn und dann räumen wir ihn aus. Und dann bringen wir ihn vielleicht sogar um. Alter, der eine ist an einem fucking Stand entgehen. Alter, was? Oh mein Gott! Hier ist der Spieler. Oh. Warte. Ja, Alkohol in dir. Nein. Was macht er? Er hat sich befreit. Er hat mich getötet. Bring ihn um. Ich hab ihn. Ja, ich bring ihn um. Mach ihn weg. Oh, ich trete ihn. Alter, ich bin der übelste Hilipi von Wrong Turn. Scheiße, er hat sich... Hast du ihn? Ja! Komm schnell! Nicht! Ich fessel ihn! Ah! Nein! Mach es schnell! Ja! Ja, ich hab ihn gefesselt! Ich fessel ihn! Trag ihn irgendwo ins Haus! Warte, was war? Trag ihn ins Haus! Wo soll ich ihn hin? Keine Ahnung, Mann! Ich versuch's! Warum brauchst du mich? Ich hab ihn gehauen mit dem Revolver! Oh. Ich hab ihn! Oh, sorry, Entschuldigung! Ja! Entschuldigung! Ich hol das Messer raus! Ich schlag den auf! Töt ihn! Ja! Ja, ich stech ihn ab! Ich stech ihn! Nein! Aua! Hinterher, Bruder, hinterher! Ach so, er schießt auf dich! Ich hab ihn! Stich! 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 Nein, er hat mich totgeboxt! Warum ist der so krass? Weiß ich nicht! Lass nicht locker, Sterzig! Den krieg ich! Und Abfahrt! Oh! Alter, ziehst du den hinterher! Mach ihn weg! Alter! Kann uns bitte mal jemand sagen, ob das... Haben die vielleicht viel besseres Equipment? Aber bei GTA ist das ja nicht so. Wir müssen mal so einen Trupp machen. Und dann Spandauer. Genau, weil ich glaube, dann sehen wir uns auf der Map auch besser und so. Hier sind zwei Spieler. Howdy. Emotes. Winken. Alter, krass. Das ist eine Revolverheldin. So, jetzt gibt's ein bisschen Roleplay, Junge. Spucken. Ey, guck mein Pferd nicht an. Ey! Was geht los hier? Ey, Igel, schau her. Hast du Freunde gefunden? So. Okay, also, Komm, wir setzen uns hier mal irgendwo auf die Veranda. Oder wir gehen hier erstmal rein. Okay. Ja, pass mal auf, wir gehen hier rein. Nee, wir müssen uns irgendwo... Nee, gibt's hier eine Taverne? Gibt's hier eine Taverne oder sowas? Hier links, komm. Yo, Saloon! Taverne, Alter, was ist mit dir los? Gibt's hier eine Taverne? Servus!
Jetzt gibt's erst. So! Servus! Servus! Und los. Servus! Einmal einen Drink bitte! Ja, zwei! Auf uns! Und trinken! Syrien kommen wir nie okay. wieder zusammen! Oh, schmeckt das gut! Lecker! Oh, lecker! Mm. Oh, und noch einen! Komm, einer geht noch! Na gut, einer! Aber dann ist auch Schluss! Einer geht. Wir trinken einfach synchron! Boah, und nochmal lecker! Okay, oh, der war aber lass uns erstmal jetzt hinsetzen und Lagebesprechung machen. So, komm mal bei mich bei. Mom. So, lehnen wir uns erstmal ein Stück zurück. Oh, hörst du die Musik, Max? So, Sterzig. Pass auf, das Wichtigste ist... Zu. Siehst du rechts oben die Zahlen? Also ich sehe da nur ein wichtiges Symbol und das... Halt mal die Schnauze! Also ich sehe da rechts oben nur ein wichtiges Symbol und zwar das Dollar-Symbol. Ehrlich, warte mal, hier kommen Leute rein. Hey, hier ist besetzt. Max, eine Möglichkeit. Lass die abknallen. Jo, ich hab gesagt, hier ist besetzt, Fräulein. Ich mach vor Frauen nicht halt. Ihr setzt euch nicht zu uns! Alter, du erschießt die instant beide. Ich hab gesagt, hier ist besetzt. Was ist mit denen? So. Hey, jetzt kommen die rum mit ihrem Kacklasso. Sterzig, ich werde entführt. Wo bist du? Ey, nicht die Hand auf meinem Arsch. Ey, ich werde entführt. Wo bist der blaue du? Punkt Maus? Auf der Map. Hälfte habe ich, gute Mechanik. Komm mal her, Max. Lass noch mal zurück in den Saloon. Hey, Junge, ich bin auf dem Pferd von dem Typ. Der entführt mich. Hallo. Blauer Punkt auf der Map. Lol. Der hat, tut mich jetzt, die Frau tut mich in ihr Bett. Was? Bitte! Alter, die hat eine Peitsche! Was? Die holt die Peitsche raus! Warte, Sterzig, ich brauch dich genau jetzt! Wo bist du? Weiß ich doch nicht! Island Attent im Norden. Ich bin unterwegs! Alter, ich drück doch jetzt nicht eine halbe Stunde schnell R. Welcher Game Designer denkt sich diese Mechanik an? Jetzt hat die eine Maske auf, Sterzig. Ich bin... Oh, mein Pferd hat mich runtergekickt. Ich gehe zu Fuß weiter. Ich bin gleich da. Oh, nee, ey. Es tut mir so leid. Ja, pass auf. Kann ich die durchs Fenster killen? Nee, die guckt schon raus. Die aimt am Fenster. Jetzt kommt sie mit dem Lasso. Ich drücke richtig schnell R. Es geht nicht weiter. Nein, sie fesselt mich auf. Nein! Nein! Die kommt ins Haus. Die bringt mich zu dir. Ich habe was mitgebracht. Nicht mit mir. Knall sie alle ab! Jo, jetzt gibt's erstmal ein paar Fiebe für dich! Ab. Ey! Ey! Nein! Du bist wieder da! Instant! Oh nein! Sie kann mich instant! Hä? Wir haben vorhin 3 Stunden gebraucht, um jemanden zu fesseln! Alter, ihr seid einfach so die größten Spezialisten der Welt, ist es nicht wahr? Ihr wurde von dieser Kopfgeldjägerin mit einem verstärkten Lasso gefesselt. Das verstärkte Lasso lässt sich nicht einfach so lösen, dauert dementsprechend länger zu entfesseln. Allerdings kann man einfach unten rechts auf F drücken für aufgeben, um zu respawnen. Es ist... Ich geb's auf. Das ist so widerlich, ne? Guck dir das an. Nein, nicht... Oh, ich hab noch nie so schnell R gedrückt. Nicht Sebastian! Nein. Was machen Nein. wir denn mit uns? Ich will das nicht! Hä? Aber was soll man denn jetzt machen? Befreien. Schlag sie. Nein, sie hat mich schon wieder. Schön. Schön! Ich hab sie! Schön! Nein! Nein! Befreie dich schnell, schnell, schnell! Also ich schwöre dir, das ist die dümmste Kackmechanik, die ich je in einem Videospiel gesehen hab! Ah! Sie hat sich ihren Hut wieder aufgesetzt! Drück schneller! Was sagt er? Keine Ahnung. Warum ist das eine Männerstimme? Warum gehen die raus? Ich kann nicht mehr, Max! Die zünden das Auto an!